Soziale Netzwerke liegen derzeit voll im Trend. 350 Millionen Menschen sind allein bei Facebook angemeldet. Auch alle anderen Online-Dienste wie die VZ-Netzwerke haben derzeit einen ungeheuren Zulauf. Viele kehren hier ihr Innerstes nach außen, erzählen und zeigen, was sie gerade denken und tun, tauschen sich mit Freunden aus. Ja, dass man aufpassen sollte, was man in sozialen Netzwerken über sich preisgibt, was man dort veröffentlicht, das ist ja mittlerweile eigentlich allgemein bekannt und soll auch diesmal gar nicht mein Thema sein. Mein Thema ist nämlich eine neue Sicherheitslücke, die gerade erst entdeckt wurde und die es wirklich in sich hat. Betroffen ist davon praktisch jeder, der sich regelmäßig in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Xing, Facebook, StudiVZ etc. aufhält und dort ganz bestimmte Funktionen nutzt. Denn dann kann es einem passieren, dass man beim Ansteuern einer ganz anderen Webseite namentlich erkannt wird, enttarnt wird. Schluss mit anonymem Surfen sozusagen. Entdeckt haben das 4 Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern, die jetzt eine Studie veröffentlicht haben, 15 Seiten gerade mal stark, und sehr anschaulich zeigen und erklären, wie einfach dieser Trick funktioniert, wie effektiv das Ganze ist. Betroffen ist jeder, der sich soziale Netzwerke wie Xing, Facebook etc. regelmäßig anschaut und dort auch Mitglied von sogenannten Gruppen wird. Das können Themenbereiche sein, wo man sich regelmäßig trifft, auch miteinander austauscht, Fragen stellt und eben Nachrichten sich holt zu ganz bestimmten Themen. Macht praktisch jeder, der sich in sozialen Netzwerken aufhält. Und dabei entsteht ein, könnte man sagen, digitaler Fingerabdruck. Und dieser digitale Fingerabdruck, der kann mit einem Trick ausgelesen werden. Und wie einfach das funktioniert, das zeigt zum Beispiel diese Webseite hier. Die liest diesen digitalen Fingerabdruck aus, kann rausfinden, in welchen Gruppen ich Mitglied bin und anhand dieser Daten dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, ja, dass ich letztendlich gerade auf dieser Webseite vorbeisurfe, und dann erscheint da tatsächlich sogar mein Name. Diese Webseite demonstriert eindrucksvoll, dass die Sicherheitslücke tatsächlich existiert und leider auch funktioniert. Wer Mitglied in einer Gruppe wird, der hinterlässt gleich mehrere Spuren, denn die Mitgliederliste der Gruppe ist öffentlich. Praktisch jeder kann diese Liste einsehen. Das Problem: je mehr Gruppen man nutzt, umso schärfer wird das eigene Profil, umso leichter ist man später eindeutig zu enttarnen. Das allein wäre aber noch nicht mal schlimm. Die Datendiebe machen sich eine andere Tatsache zunutze, denn jeder Browser merkt sich, welche Webseiten in der Vergangenheit angesteuert wurden, in der sogenannten Historie, dem Verlauf. Da stehen alle besuchten Webadressen drin. Durch einen Trick lassen sich diese Adressen abfragen. Zwar nur indirekt, aber das reicht schon. Schon lässt sich nachvollziehen, auf welchen Webseiten man vorher gewesen ist, auch welche Gruppen man besucht hat. Ja, da werden eigentlich 2 kleinere Sicherheitslecks kombiniert und schon entsteht ein neues, ganz großes Sicherheitsleck. Im Augenblick ist die Bedrohungslage noch nicht wirklich akut, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, aber das wird sich ganz schnell ändern, denn Cyberkriminelle und Online-Betrüger, die stürzen sich regelrecht auf jedes neue Sicherheitsleck, und dieses Sicherheitsleck, das hat es ja wirklich in sich. Was kann einem konkret passieren? Nun, im günstigsten Fall bekommt man vielleicht mehr individuell zugeschnittene Werbung präsentiert auf Webseiten oder auch als Spam-Nachrichten. Im ungünstigsten Fall wird man Opfer von kriminellen Machenschaften im Internet. Denn was kann einem Online-Betrüger Besseres passieren, als ganz konkret zu wissen, wer da gerade vor dem Computer sitzt? Deswegen fragen sich viele, kann ich auch konkret zum Opfer werden und was kann ich dagegen unternehmen? Nun, den Stecker aus dem PC zu ziehen und nicht mehr die sozialen Netzwerke aufzusuchen, das ist natürlich keine Lösung. Es gibt aber einen relativ simplen Trick, der das Risiko, zum Opfer zu werden, enorm reduziert. Der Trick ist einfach. Benutzen Sie 2 Browser. Einen, um soziale Netzwerke zu benutzen, egal welche. Hier steuern Sie Xing, Facebook und Co. an, rufen aber keine anderen Webseiten auf. Für alles andere verwenden Sie einen anderen Browser. Da der niemals zum Ansteuern der sozialen Netzwerke benutzt wird, kann der Browser auch nichts verraten. Er kann nicht indiskret werden. Auf diese Weise ist das Sicherheitsproblem erstmal aus der Welt. Ich halte Sie natürlich weiter auf dem Laufenden, wie sich diese Sache hier weiterentwickeln wird. Wenn Sie jetzt mehr zu diesem Thema wissen wollen oder einfach diskutieren wollen, dann kommen Sie doch auf die AKS-Homepage, denn dort gibt es mehr Links und Infos und natürlich auch die Möglichkeit zu diskutieren. Wie immer unter www.aktuellestunde.de.